So viele Siegertypen auf einem Fleck, das sieht man nur selten. Beim Deutschen Bob- und Schlittenverband aber fast schon normal. Geisenberger, Loch, Wendel und Arndt. Nach dreimal Gold in den Einzelwettbewerben, jetzt auch Gold mit dem Team. Rodellegende Georg Hackl hat schon viel erlebt. Aber so eine Mannschaft gäbe es nur selten. Ja, das ist großartig. Es ist eine historische Situation. Man muss sich das einprägen, man muss sich das gut merken und aufschreiben. Man muss es aufsaugen, weil es ist einzigartig und sowas werden wir so schnell nicht wieder haben. Georg Hackl trägt auch seinen Anteil dazu bei. Als Techniktrainer und Berater. Das Geheimnis liegt in der Nachwuchsarbeit. Wir haben eigentlich in allen Altersklassen haben wir gute Leute. Man muss einfach abwarten und man muss ihnen die Chance geben. Und vor allen Dingen, wir Trainer müssen uns anstrengen, dass wir diese jungen Leute genauso an Spitzenleistungen heranführen, wie uns das mit diesen dreien gelungen ist. Aber gut, man kriegt nicht, solche Überflieger kriegt man nicht immer. Im Deutschen Haus Spalier für die Helden. Mehr Gold gibt es übrigens nicht. Die Rodelwettbewerbe sind beendet. Für die Konkurrenz vielleicht eine gute Nachricht.